Okay, ihr wollt also Karten für das Spiel am Samstag kaufen, ja? Die Mannschaft ist ja Knaller. Was wollt ihr, Pisser, hier? Wollt ihr Gras kaufen? Wie heißt das Zeug nochmal, Mann? Ananas Express. Die haben das etwa 8-mal gesagt, du Antigenie. Nennt es nicht so. Ja, falls irgendwer fragt, nennt es irgendwie anders. Nennt es Bananenboot, okay? Und seht zu, dass ihr nur beim Gras bleibt, okay? Manchmal ist das eine Einstiegsdroge. Ihr steigt doch nicht auf anderes Zeug um. Kokain, lasst die Finger davon. Wir sind keine abgepackten Idioten. Keine Panik, Mann. Wir brauchen keine Ansagen. Inhalieren, Chachi. Tief reinziehen. Pack mal, wer ist Chachi? Mal aus, was ihr in der Tasche habt. Na, was ist Nebelhaft? Ihr kriegt jeder so viel, wie ihr mit einer Hand greifen könnt. Nicht so viel, das ist ein Batzen. Kommt schon, Leute. Alles klar. Okay, und haltet erzählt, die Packen, klar? Erzählt niemandem, wo ihr das Zeug her habt. Ihr habt es von So, ich meine, von Santiago. Und dann doch. Also okay, verschwindet, Leute, zieht rein. Los, vamos. Los. Nicht schlecht, wir haben es geschafft. Du bist ein Verkaufstalent, du hast es echt drauf, Mann. Ich besorge uns ein paar Slushies zur Feier des Tages. Favoritos oder so, keine Ahnung. Und außerdem was zu trinken, irgendwas Gutes. Bis dann, Mann. Keine Bewegung. Dieses Zeug tut verdammt weh. Was ist das in Ihrer Hand? Was haben Sie in der Hand? Das ist krass, eine Tüte. Kommen Sie her, hierher. Ich habe das gerade geraucht. Was haben Sie da? Ich dachte, das wäre inzwischen entkriminalisiert, um ehrlich zu sein. Ich leide an einer schlimmen Magersucht. Das hilft meinem Appetit, tut mir wahnsinnig leid. Hören Sie, Drogen an halbwüchsige Schüler zu verkaufen, ist auf keinen Fall entkriminalisiert. Okay, das verstehe ich durchaus. Die Schule liegt in meinem Zuständigkeitsbereich. Und was habe ich gerade gesehen? 3 Schüler sind hier wegmarschiert. Mit Augen so rot wie der Schwanz des Teufels. Sie sind aufgeflogen.